Bioswiss hat sich ein sehr ambitioniertes Klimaziel gesetzt. Und zwar möchte der Verband bis 2040 in Richtung Netto-Null Treibhausgasemissionen gehen und dabei die Resilienz der Betriebe steigern. Sehr viele Knospe-Betriebe setzen schon Maßnahmen im Klimabereich um, wie zum Beispiel hier auf dem Katzhof, auf dem wir heute im Rahmen eines ProBio-Fachanlasses sind. Herzlich willkommen hier auf dem Katzhof, wo wir heute einen ProBio-Anlass durchführen zum Thema Keyline-Design und Wassermanagement. Wir bewirtschaften hier im Luzerner Hinterland in der Gemeinde Riechental einen Betrieb mit 15 Hektaren Nutzfläche. Wir betreiben die Betriebszweige Gemüsebau, wo wir eine solidarische Landwirtschaft installiert haben. Wir haben ein paar Mutterkühe, rätisches Grauvieh. Dann betreiben wir Ackerbau mit einer 6-jährigen Fruchtfolge, ein paar Obstbäume. Wir sind in der voralpinen Hügelzone, etwas windexponiert und haben 900 mm Niederschlag pro Jahr im Durchschnitt. Wie auch viele Betriebe sonst haben wir festgestellt, dass nicht die Durchschnittsmenge pro Jahr das eigentliche Problem oder die Herausforderung ist, sondern die Verteilung der Niederschläge einerseits und andererseits die immer stärker werdenden Extremwetterereignisse, also sehr trockene, heiße Perioden. Und wenn es dann regnet, dann eher stark Niederschläge in eher kurzer Zeit niedergehen. Und das hat eigentlich in den 9 Jahren, wo wir hier nun wirtschaften, stark zugenommen. Dafür müssen wir auch eine Lösung finden und sind bei den Recherchen zum Thema Wasser und Landwirtschaft dann auf dieses Keyline-Design gestoßen. Keyline-Design ist so ein ganzheitlicher Planungsansatz, wie Wasser in der Landschaft zurückgehalten werden kann. Beim Keyline-Design gibt es 4 Prinzipien. Das Wasser verlangsamen, speichern, versickern und verteilen. Keyline bedeutet Schlüssellinie und diese laufen entlang von den Höhenlinien und verteilen das Wasser entlang der Höhenlinien auf den Geländerücken, wo es trockener ist, und nehmen von der feuchten Stelle das Wasser weg an die tiefer gelegenen Geländerücken. Hier sehen wir einen Geländerücken. Das ist wie eine Kuppe. Von hier würde das Wasser natürlicherweise immer wegfließen. Einmal auf diese Seite in das Tal hier unten und auf der anderen Seite, da würde es wegfließen. Und durch die Keyline-Gräben und diese kurvigen Formen wird das Wasser auf diese Kuppe wieder hingeleitet. Der Planungsprozess begann eigentlich damit, dass wir mal die Bedürfnisse abklärten. Was sind die Wünsche in Bezug auf die Bewirtschaftung, in Bezug auf das Wasser und welche Gegebenheiten sind auch von den Betriebsflächen her, von der Topografie gegeben. Anhand all dieser Angaben haben wir dann den Planungsprozess begonnen und haben diese sogenannten Keylines oder Hauptlinien definiert. Die eigentliche Herausforderung war dann, die Details auszuarbeiten, und das hat dann in unserem Fall ganz konkret bedeutet, dass wir 11 Planungsrunden durchgemacht haben, bis wir dann den finalen Plan erreicht haben. Wenn diese Linien dann gut sind, wenn wir sie so ins Feld bringen können, dann werden sie erstmal gezeichnet. Ich habe das jeweils mit einer kleinen Bodenfräse in einem Traktor gemacht. Und wenn die Linien dann umgesetzt werden, werden an diesen Kanten nach eigentlich diese Gräben dann mit dem Bagger ins Feld gezeichnet. Ich fand das vorher schon immer wahnsinnig schön, das Gemüsefeld. Und jetzt mit dieser neuen Struktur und diesen harmonischen Gestaltformen ist es, finde ich, noch viel schöner geworden. Das ist ein wichtiger Aspekt für mich auch bei der Arbeit, dass es einfach auch schön ist, dass die Menschen, die hier arbeiten, dass sie sich wohlfühlen. Als wichtiger Aspekt in diesem Gesamtsystem ist auch, dass wir entlang dieser Keylines ein Agroforstsystem etablieren. Wir haben hier Kastanienbäume gepflanzt und werden diesen Herbst als Zweitkultur auch Kulturholunder pflanzen. Dies hat mehrere Gründe. Einerseits können wir so
die Lebensmittelproduktion diversifizieren und für unseren Betrieb nutzen. Andererseits unterstützen die Baum- und Strauchpflanzungen auch den Wasserkreislauf mal oberirdisch, aber auch unterirdisch mit ihrem tiefgehenden Wurzelsystem. Und wir schaffen so auch eine Struktur in die Landschaft, die, man sagt immer, die Rauigkeit der Landschaft erhöht. Und das ist auch in Bezug auf das Kleinklima ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Wir haben in der Stadt Zürich einen Betrieb übernommen dieses Jahr und haben schon beobachtet, dass es Erosionen gibt, dass es zu viel Wasser gibt an gewissen Stellen. Und daher wäre es sehr naheliegend, wenn wir jetzt auch mit Keyline-Systemen arbeiten würden. Wir werden sicher die nächsten Zeiten überlegen, wie wir das umsetzen könnten und auch ein Keyline-Projekt zu starten. Ja, der Markus macht das sicher hochprofessionell und dementsprechend auch die Unterstützung gehabt, hat das top integrieren auf seinem Betrieb. Wir haben aber im Theorieteil gesehen, dass es auch einfacher zu machen ist, mit weniger baulichen Varianten. Und das ist doch auch interessant, dass man das individuell kann umsetzen und es nicht einfach eine Variante gibt. Ich finde es auch wichtig, dass man mit solchen Themen an die Öffentlichkeit geht und dass solche Betriebe ein Gesicht und ein Wort bekommen und nicht nur in den, ich sag mal, alternativen Medien, sondern auch in der Agrarpolitik und dass man das nach außen zeigt und darüber redet. Also grundsätzlich haben wir heute hier auf dem Betrieb sehr viele praktische Inputs bekommen. Wir haben jetzt aber ein bisschen diskutiert, dass je nachdem im Berggebiet die Umsetzung von gewissen Sachen ein bisschen anspruchsvoll ist und dass es dort einfach sehr spezifische Lösungen braucht, die jeder Betrieb für sich ein bisschen herausfinden muss. Es freut uns riesig zu merken, dass das Interesse an diesem Thema sehr gross ist und wir sehen, dass sehr viele Landwirtinnen und Landwirte dabei sind, die diese Ideen mit nach Hause nehmen und wer weiß, vielleicht gibt es schon bald viel mehr Keyline-Systeme in der Schweiz, die wir praktisch anschauen können. Wie ihr gesehen habt, ist im Klimabereich noch vieles in Entwicklung. Wir bieten daher ProBio Arbeitskreise an, in denen man sich mit Berufskollegen und Kolleginnen zu den Themen austauschen kann und voneinander lernen kann.